Authentic German Learning wird bald noch besser. Und während ich daran arbeite, die ganzen Dinge im Hintergrund zu organisieren, zu programmieren, zu produzieren, fällt mir auf, dass es echt schwer ist manchmal, ein großes Projekt zu machen. Ja? Und besonders, wenn die Leute, für die es gedacht ist, erstmal lange nichts davon sehen. Ja, ich habe an vielen Dingen gearbeitet, von denen du erstmal lange nichts siehst. Ich verbessere die Webseite und von dem siehst du erstmal noch gar nichts, bis es soweit ist, dass ich die Webseite veröffentliche. Und ich kann dir sagen, du wirst erstaunt sein, du wirst beeindruckt sein, hoffe ich zumindest, ja. Denn die neue Webseite sieht super hübsch aus und du wirst viel mehr eine Übersicht haben darüber, wie du am besten Deutsch lernen kannst, okay? Und dann habe ich einen weiteren Kurs produziert. Das war auch ein Projekt, was ich im Hintergrund gemacht habe und dann, boom, hey, es ist fertig. Wenn du etwas über Satzstruktur lernen möchtest, dann habe ich jetzt einen ganzen Kurs über Satzstruktur. Okay, das ist ein weiteres Projekt. Dann verbessere ich die Webseite der Akademie. Ich mache auch die Akademie multilingual und dann mache ich den Podcast, dort habe ich schon alle Episoden aufgenommen, jetzt muss ich sie nur noch bearbeiten. Das kostet auch ganz viel Zeit und es wird sehr, 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 sehr viel. Aber es ist auch eine Herausforderung, es macht auch Spaß. Ja, manchmal gibt es so viel Stress im Leben, manchmal gibt es so viele kleine Probleme, die man lösen muss. Und besonders, wenn man ein großes Projekt hat, das ist ein großes Projekt, ist auch wie ein großes Problem. Ja, man möchte dieses große Problem lösen und dieses große Problem besteht aus ganz vielen kleinen Problemen. Und jeden Tag arbeitet und man löst immer weiter kleine Probleme und dann irgendwann hat man es geschafft und boom, das ganze Werk ist fertig und so war es bei mir mit dem neuesten Kurs über Satzordnung und so geht es mir immer noch mit der neuen Webseite. Die neue Webseite ist echt super schön. Ich habe sie noch nicht veröffentlicht, denn sie ist noch nicht fertig und ich würde sie echt gerne schon veröffentlichen, aber ich weiß, wenn ich sie jetzt veröffentliche, dann werdet ihr sie besuchen und ihr werdet sehr viele Fehler finden. Ihr werdet auf Links klicken, die nirgendwo hinführen. Ihr werdet würdet zum Beispiel die Sprache ändern und mitkriegen, dass das noch ganz wenig übersetzt ist. Und all das hindert mich daran, die Webseite jetzt schon zu veröffentlichen, obwohl ich total von ihr beeindruckt bin und sie ist schon zu 90% fertig. Und das ist einfach dieses riesengroße Projekt. Und ich möchte natürlich als jemand, der viel auf YouTube aktiv ist und auf sozialen Medien, möchte natürlich immer Neues produzieren, immer den Kontakt zu euch herstellen. Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Das ist auch ein Grund, warum ich diese YouTube-Videos mache. Ich möchte mit euch im Gespräch bleiben. Ja, und letztens habe ich mich 3 Wochen sozusagen nicht gemeldet. Ja, ich meine, das ist mein Ding, wie ich meine Zeit verwende. Ne? Aber in diesem Fall dachte ich auch so, habe ich was vermisst. Ja, dachte ich mir, ach, es kostet zwar sehr viel Arbeit, jeden Tag ein Video zu machen, aber ich habe es auch vermisst. Also ich habe aufgehört, einmal, weil ich es eben nicht vermisst habe, weil ich mir dachte so, oh nee, ich möchte jetzt kein Video machen. Und deswegen habe ich eine Pause gemacht, aber jetzt habe ich angefangen, es zu vermissen. Und ich möchte auch diesen Kontakt zu dir haben. Ja? Und ich möchte auch, dass du weißt, hey, mich gibt's noch. Ja? Also Teil von mir denkt, wenn ich mich vielleicht lange gar nicht melde, dann denken Leute vielleicht, oh, vielleicht
vielleicht ist Marco gar kein Deutschlehrer mehr, vielleicht macht Marco jetzt etwas anderes. Und das möchte ich nicht, dass Leute das denken, denn hey, ich bin immer noch hier, ich bin immer noch dein Deutschlehrer, ich stehe immer noch für dich zur Verfügung, okay? Aber das gesagt, es kostet mich manchmal echt viel Energie. Und da mache ich eine Pause und das ist auch, ja, das muss man auch machen. Ja, also ich denke, es ist sehr wichtig. Ja. Gut, also das ist ein Video, wo ich sehr viel aus dem Herzen spreche. Ich finde es ehrlich gesagt sehr lobenswert und sehr, sehr mutig und sehr beeindruckend, wie Trixie Rabbit, die andere Deutschlehrerin auf YouTube, über schwierige Themen spricht, wie Depression und den Umstand, dass man manchmal sich nicht so gut fühlt. Und deswegen wollte ich auch ein bisschen ehrlich mit dir sein und zu sagen so, hey, ich liebe es, viele Videos zu machen. Ich liebe es, ein Video pro Tag zu machen auf YouTube, auf Instagram ein Video, ja, also insgesamt sogar 2 Videos pro Tag, 14 Videos pro Woche. Das ist eine ganze Menge, aber manchmal kostet es mich echt viel Energie. Und um mich selbst zu schützen, um selbst nicht total deprimiert zu werden und selbst nicht völlig energielos zu sein, muss ich auch mal eine Pause machen. Ja? Ich bin nicht perfekt und ich möchte mich auch nicht perfekt dir zeigen, weil der Name dieses Projekts sehr Authentic German Learning ist. Ja? Wer wäre ich, wenn ich nicht authentisch sein würde? Und die Wahrheit ist, ich habe auch mal niedrige Phasen. Ich habe oft Phasen, wo ich mich sehr glücklich fühle und voller Energie bin und so kennt ihr mich. Aber es kann auch mal sein, dass ich auch mal so völlig ohne Energie bin. Okay? Ihr erlebt mich jetzt zum Beispiel und in den Videos der vergangenen Tage als nicht voller Energie. Ja? Momentan so lala, ja? Obwohl ich bin trotzdem glücklich, am Leben zu sein. Ich bin immer dankbar. Also das ist übrigens meine Strategie. Ja? Wenn ich ein Video mache, dann denke ich mir, dann mache ich mir einfach alles bewusst, was ich weiß, über Dankbarkeit. Ja? Ich denke mir so, hey, ich habe einen guten Job, ich lebe, ich bin gesund und selbst wenn ich mich mal nicht so gut fühle, dann kann ich trotzdem mit einem Lächeln die Kamera anmachen und mit dir sprechen, weil das Leben einfach zu schön ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte ein bisschen mehr aus dem Herzen sprechen in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du dies schaust, dann gehörst du wahrscheinlich zu dem Kern von Leuten, die sehr viel von mir konsumieren oder die zumindest bereit sind, sich 9 Minuten lang einen Deutschen anzuhören, der über Gott und die Welt spricht. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!